Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch meine zweite Look Fantastic Beauty Box. Und zwar habe ich mir eigentlich drei Stück bestellt. Die erste habt ihr schon gesehen, ich verlinke die euch einmal hier oben. Und die zweite ist jetzt angekommen. Die dritte wird aber leider nicht bei mir ankommen, weil die ausverkauft ist, obwohl ich die eigentlich bestellt habe. Also als ich die bestellt habe, war sie noch verfügbar. Als sie dann im Endeffekt verschickt wurde, gab es die leider nicht mehr. Und das ist hier einmal die lilane Box. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was in dieser Box drin sein wird. Denn ich habe wirklich gar keine Ahnung, was hier drin sein könnte. Die letzte Box hat mir zwar, ja, sie war okay, aber es waren halt Produkte, die ich schon kannte und in verschiedenen anderen Beauty-Boxen drin hatte und halt diese Produkte kannte und viele davon auch da habe, und aus dem Grund habe ich diese Box verlost. Falls du an der Verlosung noch nicht teilgenommen hast, dann kannst du mal gerne hier oben vorbeischauen. Ich habe dir das Video einmal da oben verlinkt. Und ja, ich werde heute diese Box, wie gesagt, hier auspacken und bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was hier drin ist. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen, und ich würde sagen, let's go! Diese Box hat genauso wie die andere rote Box 11,95 € gekostet, und ich gehe mal davon aus, dass die auch so einen ungefähren Wert haben wird wie die erste Box, die ich ausgepackt habe, und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir legen los. So, wenn man die Box hier einmal aufmacht, schaut das Ganze hier einmal so aus. Hier ist dieses ganze Kruselpapier auch mit dabei. So, hier haben wir einmal das gute Stück, wenn wir da einmal reinschauen. Und ich finde komisch, dass hier gar kein Prospekt mit dabei ist. Sollte hier eins drin sein? Oder hat meine Mama den rausgetan, als die die Box rausgepackt hat aus dem Karton? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss ich mal nachfragen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte drin. Ich weiß nicht, wie viele Produkte in der letzten Box drin waren. Aber hier sind auf jeden Fall ja schon größere Produkte auf jeden Fall drin. Nicht so wie in der letzten Box. Und ja, ich fange mal mit dem ersten Produkt an. Und zwar haben wir hier eine von Ameliorate. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ey Leute. Und zwar ist es eine Transforming Body Lotion. Und das sind 30 ml. So schaut die hier einmal aus. Klingt ganz interessant. Ich finde aber, also ich benutze tatsächlich keine Body Lotions oder irgendwie sowas. Also das ist halt eher nicht so mein Fall. Dann haben wir als nächstes von Erno Lazio eine Hydrate and Nourish Hydrateful Skin Supplement Lotion Hydrate. Das sind 15 ml und das war gerade so schwer auszusprechen. So schaut hier einmal das Päckchen aus. Ja, und hier drin haben wir etwas. Ja, das ist so ein Plastik. Und schaut hier einmal so aus. Ziemlich interessant ist halt eben, ja, eine Skin Lotion. Ist ganz okay, wenn man das ausprobieren möchte. Und es ist auch eine Größe, die man auch ausprobieren kann. Dann haben wir als nächstes von Bellapier Cosmetics eine Peach Blossom Eyeshadow Palette. So schaut die Palette hier einmal so von außen aus. Auch hier hinten. Dann gucken wir mal, wie die innen ausschaut. Oh, die ist sehr schön. Hat aber fast nur rot bis gold, also rot bis goldige Farben. Und hier haben wir auch einmal einen Spiegel. Eigentlich sehr cool. Aber ich habe schon so viele Paletten zu Hause. Das könnt ihr mir ehrlich nicht glauben. Deswegen wird sie wahrscheinlich irgendwohin mal weiter wandern. So, als nächstes haben wir hier ein The Vintage Cosmetic Company. Und zwar ist es hier eine Pinzette. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Pinzette ist. So schaut es nämlich in der Verpackung aus. Dann schauen wir mal. Oh, die Verpackung geht schnell kaputt. So, hier haben wir einmal eine Pinzette. Ist wahrscheinlich auch wieder eine schweineteure Pinzette. Finde ich sehr cool.
Pinzetten kann man zwar immer wieder mal gebrauchen, ich finde aber, die müssen nicht so teuer sein, oder? Wie findet ihr das? Also manchmal übertreiben die das wirklich mit den Preisen. Naja. So, dann haben wir hier ein Produkt, was ich schon mal irgendwo drin hatte. Ich weiß nicht wo, aber ich gehe mal von aus, dass das in der Glossybox war. Und zwar ist es hier von Mitan Body Skin ein Kaffee-Peeling. Ich glaube für die Haut. Also für den Körper, glaube ich, mehr gedacht. Nicht fürs Gesicht oder so, gehe ich mal von aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es steht hier nämlich alles, einfach alles auf Englisch drauf. So, und dann haben wir schon das letzte Produkt. Und zwar ist es von Starskin 100% Camellia. Und zwar ist es eine 2-Step Oil Sheet Mascara. Maske. Oh mein Gott, Leute. So schaut die Verpackung hier einmal aus. Also ich gehe mal davon aus, dass hier unten die Maske drin ist, also die Tuchmaske. Und hier oben ist hier einmal so ein Öl. Und hier haben wir halt einmal die einzelnen Schritte beschrieben, wie das Ganze angewendet wird. Also es soll wohl so sein, dass man erst das Öl... Doch, genau. Man benutzt erst das Öl aufs Gesicht, bevor man die Maske drauf tut. Also man macht erst das Öl drauf und dann tut man die Maske drauf und lässt das für 15 Minuten einwirken. Okay, ja gut. Weil hier ist noch irgendwas von einem Serum eine Rede, aber ich glaube, man muss dann wahrscheinlich sein Serum benutzen. Aber keine Ahnung, ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen, weil von Starskin habe ich, glaube ich, noch gar keine Masken benutzt. Weil die meisten hatte ich halt eher mehr für die Lippen drin, ne? Als fürs Gesicht. Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's tatsächlich schon mit dem Video. Ich werde euch hier mal den Wert von dieser Box einblenden. Ich weiß nicht, ob sich solche Boxen ehrlich lohnen. Also ich finde, hier sind halt, ja, so Produkte drin, die man halt schon drin hatte mal irgendwann. Und ja, ich würde sagen, ich werde auch diese Box in diesem Video verlosen. Also die ganzen Produkte, die du gerade gesehen hast, kannst du in diesem Video gewinnen. Und alles, was du dafür tun musst, steht natürlich unten in der Infobox. Aber ganz wichtig ist, Abonnent meines Kanals sein, diesem Video ein Däumchen nach oben geben, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen, in die Kommentare schreiben, Hashtag Verlosung, Hashtag Beautybox und Hashtag Lookfantastic. Also so ähnlich wie bei der letzten Verlosung, wo ich die Box verlost habe. Und etwas Liebes einfach in die Kommentare schreiben. Genau, auf jeden Fall etwas Liebes einfach in die Kommentare schreiben und dann bist du schon automatisch dabei. Und ich wünsche euch ganz viel Glück. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!